Willkommen zu einem weiteren Video über Hamstersachen. Ich habe wahrscheinlich die Möglichkeit, demnächst wieder einen Hamster bei mir zu Hause willkommen zu heißen. Und deswegen habe ich jetzt mal wieder bei Mixerama bestellt. Kleines Update. Ich bin frisch umgezogen und von meinem Umzug sind leider alle drei Hamster, die ich hatte, verstorben. Sisi hatte eine Zyste, die wurde immer größer und größer und größer bis zu einem gewissen Punkt. Wir sind beim Tierarzt gewesen, haben uns da eingehend informiert und der Tierarzt meinte, dass es risikoreicher wäre, das zu operieren, weil es sie am Ende nur stört, aber ihr keine Probleme bereitet in dem Sinne, sodass wir uns entschlossen haben, es ihr zu lassen. Genau, also das Einzige, was aufgefallen ist, ist, dass sie weniger am Laufrad gelaufen ist. Sie hat ganz normal gebuddelt, ganz normal gefressen, sie hat ganz normal getrunken, sie war ganz normal aktiv, so wie sie es immer war. Sisi war ein Rogorowski-Zwerghamster, dementsprechend haben wir von Sisi nicht so unfassbar viel gesehen. Aber wenn wir sie gesehen haben, hat sie immer fit ausgeschaut, hatte natürlich Alterserscheinungen, ganz klar. Ich hatte keine Bedenken bezüglich der kleinen Maus. Und wie gesagt, wir waren auch beim Tierarzt, es ist nichts Negatives aufgefallen. Und dann ist sie dann doch fast 3 Jahre alt geworden und dann in ihrem Nestchen eingeschlafen. 3 Jahre ist ein sehr, sehr gutes Alter für einen Roborowski-Zwerghamster. Sie ist mit 4 Monaten zu mir gekommen und hat dann doch irgendwie 2,5 Jahre bei mir gelebt, was sehr, sehr schön ist. Und sie ist friedlich in ihrem Nest eingeschlafen. Woran sie im Endeffekt gestorben ist, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich die Hamster nicht mehr obduzieren lasse. Das kann man machen. Ist eine völlig legitime Art und Weise, um herauszufinden, was mit dem eigenen Hamster passiert ist. Aber mir war es lieber, die kleine Maus in Ruhe gehen zu lassen. Raya hat nicht so lange bei mir gelebt. Raya hat ein halbes Jahr bei mir gelebt. Und dann ist Raya leider ebenfalls an Altersschwäche verstorben. Bei Raya habe ich nichts feststellen können. Weibliche Hamster neigen zu Gebärmutterentzündungen und Gebärmuttertumoren. So ist zumindest mein aktueller Stand. Ich habe sie dahingehend nicht untersuchen lassen. Raya war aber auch schon 2 Jahre alt, als sie zu mir gekommen ist. Hatte keine Auffälligkeiten, aber natürlich Restrisiko, dass sie am Ende daran verstorben ist. Wüsste ich jetzt aber nicht. Auch Raya ist an einem ihrer Lieblingsplätze eingeschlafen. Ich glaube, dass es bei beiden meines Erachtens ein recht friedlicher Tod war. Am Tag vorher habe ich es noch ganz normal rumwuseln sehen. Ich denke, es ist in Ordnung. Ich denke, es ist in Ordnung, so wie es ist. Dann war da noch Levi. Levi war mein einziger Goldhamster, den ich bisher hatte. Levi war eine richtige Aufgabe für mich, aber jetzt versucht mir maximal einfach zu machen. Der war ein absoluter Goldschatz. Levi ist befürchtet an einem Tumor verstorben. Das habe ich leider viel zu spät erkannt. Ich habe da unfassbar schlechtes Gewissen deswegen, weil ich hätte viel früher zum Tierarzt gehen sollen. Ja, mit Hamstern geht man eigentlich nicht so regelmäßig zum Tierarzt, wie man es mit anderen kleinen Tieren tut. Hamster haben unfassbar viel Stress mit diesen Tierarztterminen. Und wenn keine Auffälligkeiten sind, dann geht man in der Regel nicht. Levi ist 2,5 Jahre alt geworden. Levi hat mit so 2 Jahren angefangen abzubauen, ist dünner geworden. Und wenn Hamster dünner werden, ist das ein Anzeichen dafür, dass sie einen Tumor haben können. Das habe ich tatsächlich einfach übersehen. Ich habe es immer aufs Alter geschoben, weil er sonst sehr aktiv war. Also er war trotzdem viel unterwegs. Und ich dachte einfach, er wird einfach alt und knöchrig. Und das war nicht der Fall. Auch Levi habe ich nicht obduzieren lassen. Ich stelle mir halt am Ende immer die Frage, was hätte es mir gebracht zu wissen im Nachgang, woran mein Tier verstorben ist. Ich weiß für mich, dass ich es besser machen kann, sobald mein Tier abbaut, gehe ich bisschen frühzeitiger zum Tierarzt. Jetzt so wie es ist, ist es in Ordnung. Ich habe jetzt quasi jetzt mit null Kleintieren in die neue Wohnung gezogen. Ich habe das Gehege vom Levi mitgenommen. Das ist ein Aquarium. Es hat in der Länge 2 Meter, in der Tiefe 60 Zentimeter und in der Höhe 60 Zentimeter. Wir haben das Ganze von einem Terrarienbauer erworben, damals für einen sehr, sehr günstigen Preis.
In dieses 2 Meter mal 60 mal 60 Gehege wird dann ein chinesischer Zwerghamster einziehen. Ich werde euch mitnehmen auf dem Weg, zeigen, wie es ist, das Gehege einzurichten, was ich alles so kaufe auf dem Weg für den kleinen Mann oder die kleine Dame und werde euch zeigen, wie es ist bis zum Einzug. Ich habe mich tatsächlich diesmal für einen Hamster aus einer Zucht entschieden. Möchte das ganz kurz begründen, warum. Ich hatte bisher immer Hamster aus Pflegeställen und für mich war der logischste Weg, Hamster aus Pflegeställen zu holen, weil Hamster es einfach verdient haben, so wie jedes Kleintier, dass sie eine zweite Chance kriegen. Warum ich mich jetzt für einen Hamster aus einer Zucht entschieden habe, ist und zum einen der Grund, dass ich einfach sehr lange, viele Jahre jetzt Kleintiere aus schlechter Haltung übernommen habe und für mich immer das Ziel gesetzt habe, ich möchte Kleintiere, die keiner sonst mehr haben möchte. Also die keine zweite Chance kriegen im Normalfall, weil sie alt sind oder weil sie krank sind oder beides. Und diese Tiere sind in der Regel dann bei mir gelandet mit so kleinen Ausreißern wie zum Beispiel der Sisi. Sisi war mein allererster Hamster, die war halt eben 4 Monate alt und ich wollte unbedingt Bobrowski-Zwerghamster haben und musste mich erstmal so ein bisschen reinfühlen, wie das ist, überhaupt einen Hamster zu haben. Aber ich konnte an Sisi viel lernen, was der richtige Umgang mit einem Hamster ist, was Bedürfnisse von einem Hamster sind. Und Sisi war sehr genügsam und hat jede Gehegeveränderung gut mitgemacht und war ein sehr, sehr dankbarer Hamster. Und nach der Sisi ging es dann quasi immer weiter mit eher älteren Hamstern und oder kranken Hamstern. Das heißt im Umkehrschluss, dass ich viele Kleintiere gepflegt habe bis zum Tod und das geht sehr ans Herz. Also ich mache das super, super gern und möchte das in Zukunft auch weitermachen. Ich habe für mich entschlossen, ich brauche emotional mal kurz eine Pause. Ich kann natürlich auch ein gesundes, junges Tier aus einer Pflegestelle adoptieren, auf jeden Fall. Es gibt immer wieder Nachwuchs auf Pflegestellen, also ich kann natürlich auch da jederzeit quasi einen Reset machen. Daher komme ich zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, ich wollte schon immer gerne einen chinesischen Streifenhamster haben. Chinesische Streifenhamster gibt es sehr, sehr selten in Pflegestellen, was sehr gut ist. Das heißt, diese Hamster sind noch nicht so unfassbar weit verbreitet und gibt es wahrscheinlich auch noch nicht so oft in Tierfachhandeln, was ja eigentlich das Schlimmste ist, wo so ein Tier landen kann. Es gibt tatsächlich eine Zucht in Deutschland, wo ich jetzt sage, da kann ich mit gutem Gewissen, mit meinem aktuellen Wissensstand einen Hamster adoptieren. Es ist eine Zucht, die auf Pflegestelle ist und auch das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich werde jetzt einfach mal mit einem, ja, mit einem Hamster, weiß nicht, sag mal, ein Hamsterwelpe, also mit so einem ganz kleinen Hamster starten. Werde mal schauen, wie das ist, einen Hamster aus einer Zucht zu haben. Wie gesagt, nehme ich euch auf den Weg mit. Und jetzt nehme ich euch erstmal mit meinem Mixerama-Paket. Bei Mixerama bestelle ich unter anderem deswegen total gerne, weil Mixerama versucht, komplett auf Plastik zu verzichten. Also es sind trotzdem immer noch ein paar Sachen in Plastik, wie zum Beispiel der Sand. Aber das Futter ist meines Wissens weitgehend in Papier verpackt. Und Mixerama hat ein spezielles Herstellungsverfahren. Keime abtötet, beziehungsweise kleine Schädlinge wie Lebensmittelmotten. Da ich da sehr, sehr gerne drauf verzichte, bestelle ich gerne bei Mixerama. Mixerama, würde ich sagen, ist genauso gut und genauso teuer wie Futterkrämerei oder Hamsterbacken-Shop. Trotzdem werde ich das Futter sowohl einfrieren jetzt für 2 Wochen, als auch dann, bevor der Hamster kommt, portionsweise in den Ofen tun. Es scheiden sich hier die Geister, ob das eine gute Möglichkeit ist, also ob das sinnvoll ist und ob das gut ist, Hamsterfutter in den Backofen zu tun. Beim Einfrieren sind sich alle einig, aber in den Backofen tun nicht so sehr. Ich mache das einfach und gehe auf Nummer sicher. Ich hatte tatsächlich schon mal in einer Futterpackung einen Käfer drin und war tatsächlich sehr glücklich, dass ich das Futter sowohl eingefroren als auch ausgebacken habe. Jeder kann es so handhaben,
wie er sich damit am besten fühlt. Ganz kurzer Einwurf. Alles, was ich euch hier erzähle, ist unbezahlte Werbung. Ich werde es oben auch nochmal notieren, dass ihr wisst, es ist unbezahlte Werbung. Ich werde hier leider nicht gesponsert. Ich kriege hier leider weder von Mixrama noch von Rudipet noch von irgendwem anders irgendwelche Dinge geschenkt oder wird irgendwie gezahlt, sondern es sind wirklich meine Herzensempfehlungen. Ich habe leider viel Geld dafür sausen lassen. Von dem her nichts gesponsert, alles Herzensempfehlungen. Von dem her wünsche ich euch viel Spaß. Hier meine Schwägerin mitgenommen. Die hat nämlich Nymphensittiche und ich habe mir gedacht, vielleicht wäre das eine schöne Leckerei für ihre Vögelchen. Und das muss ich tatsächlich selber mal ausprobieren. Ich habe tatsächlich gar keine Ahnung, wie so Nagersprossen funktionieren. Zählt, glaube ich, unter Frischfutter. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Beim Futter war ich mir jetzt nicht so richtig sicher. Chinesische Streifenhamster sind ein bisschen anders als, sag jetzt mal, der klassische Zwerghamster. Ich habe jetzt öfters mal gelesen, dass die eine ähnliche Ernährungsform haben wie Oborowski-Zwerghamster. Deswegen habe ich mich einmal für dieses Oborowski-Zwerghamster-Menü entschieden. Darum sind sie aber auch einfach klassische Zwerghamster und habe dann mich für den Zwergenzauber entschieden. Auf den Zwergenzauber greife ich tatsächlich super gern zurück. Ich habe auch noch bei Rodipet bestellt. Und ich zeige euch jetzt mal kurz das Häuschen, für das ich mich entschieden habe.